So, willkommen zurück. Jetzt quatschen wir mal hier mit dem Eisbären. Früher habe ich davon geträumt. Ob er noch was weiß? Da seid ihr ja wieder. Ich hoffe, dass ihr Fortschritte auf eurer Suche nach diesem Schrei gemacht habt, mit dem wir Alduin besiegen können. Ich brauche eine Schriftrolle der Alten, um voranzukommen. Ich versuche eine zu finden. Ah, fürwahr ein nettes Rätsel. Sowas findet man wohl nicht bei seinem Buchhändler. Aber ich bin mir sicher, dass ihr damit fertig werdet. Habt ihr eine Ahnung, wo ich die Schriftrolle der Alten finden kann? Probiert es bei den Magiern der Akademie von... Ja, toll, die sagen beide dasselbe. Hätte ich mir den Weg hierhin auch sparen können, obwohl dabei auch gar nicht so ein Feld. Akademie der Winterfeste. Da habe ich auch, glaube ich, schon ein Quest gemacht drin. Mehr auch nicht. Vielleicht kann ich hier mal ein paar Zauber kaufen. Ihr seid noch ziemlich neu hier, oder? Ich habe euch schon gesehen, aber wir haben uns noch nicht unterhalten. Wie Nein, mein Herr. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? Ja, ist ja okay. Also mal rein hier. Alle anstellen. So. Wisst ihr, es heißt, das Wissen an sich ist schon Belohnung. Wer will denn hier alles hoch? Hi. So, mal sehen. Da hinten in der Ecke. Oh. Ihr seid nun im Arkaneum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arkaneum. Und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Ach, erst Angst machen. Oh, hä? Gibt es spezielle Bücher, nach denen ihr sucht? Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Nö. Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten würdet. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind jedoch nutzlos, wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Fähigkeit besitzen. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Oh, begonnen. Aber habt ihr gesehen, er konnte trinken und reden gleichzeitig. Der muss ein Magier sein. So. Ach, ich kann noch weiter nach unten. Ich suche eine Schriftrolle der Alten. Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wonach ihr fragt? Oder seid ihr einfach der Gehilfe für irgendjemanden? Nein. Natürlich tue ich das. Habt ihr nun eine? Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Ich muss eine finden und ich habe gehört, dass ihr mir helfen könnt. Ich weiß ja nicht, wer euch das gesagt hat, aber ich werde tun, was ich kann. Wir haben auf alle Fälle Unmengen an Büchern. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Nicht so negativ. Was habt ihr zu verkaufen? Bitte achtet darauf, dass eure Hände sauber sind, bevor ihr etwas anfasst, ja? Oh,
Oh, er hat Bücher. Was hat er noch? Er hat echt nur Bücher. Was ist das denn für einer? Mann, oh. Die Frau des Holzfällers. Gibt es eine Akademie-Angelegenheit, bei der denen ich helfen kann? Wenn euch der Sinn nach Abenteuern steht, ich bin immer auf der Suche nach Leuten, die mir wertvolle Bücher von gefährlichen Orten beschaffen. Ich bin bereit für ein paar Abenteuer. Also gut, hier. Ich habe euch den Namen des letzten Ortes aufgeschrieben. Seht euch dort um, aber seid vorsichtig. Noch eine Quest. Der Krieg des Ersten Rates. So, jetzt lauf los. Bis zum nächsten Mal. Oh, Verzeihung. Oh, der ist so fest, der ist so schwer. Hier, ach, ein Bücherschrank. Bitte, kleckert sie nicht voll. Wo bist du? Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ja. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Wenn ihr ein Buch braucht, sprecht mit mir. Bedient euch selbst und ihr werdet erfahren, was echte Schmerzen sind. Jetzt gib es mir. Es interessiert mich nicht, ob ihr es selbst geschrieben habt. Wenn ihr ein Buch wollt, kommt ihr zu mir. Ja, bitte. Ihr nehmt eure Arbeit sehr ernst. Natürlich. Wäre dem nicht so, wären diese Bücher noch vor der dritten Ära verbrannt worden oder im Nichts verschwunden. Magier müssen immer wieder daran erinnert werden, sorgfältig mit dem Forschungsmaterial umzugehen. Ja, ich frage nochmal hier nach. Und was wollt ihr damit tun? Wisst ihr überhaupt, wo... Und ihr glaubt wirklich, sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Was ist mit dem Drachenblut? Was? Moment. Wer seid ihr? Wart ihr es, den die Graubärte riefen? Ja. Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Also gut. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ich glaube, das war schon mal. Diesmal bleibe ich aber dran. Ich glaube, entweder da runter oder wieder hoch. Unterhaltungen liegen mir nicht. Aber hier, vielleicht bitte, benötigt ihr Hilfe bei sie nicht voll. Ach so. Entschlüsselung des übernatürlichen Gedanken zu den Schriftrollen der Alten von Septimus Signus Akademie der Winterfeste. Stellt euch vor, unter den Wellen mit einer hellsichtigen Segen aus der... Bla 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 bla. Hui, das war viel. Hellsichtigen Segen aus hervorragendstem Gewebe zu leben. Achso. Oh je. Die Eichel ist in diesem Fall ein Baumei. Das ist aber viel. Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner... Zählt das jetzt? Meine Güte. Wie gesagt, wenn ihr das alles lesen wollt, ihr könnt ja pausieren. Von Arbeit ohne Furcht vor Verfolgung nachgehen kann. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Nein, natürlich nicht. Wäre nur schön, wenn es immer weitergeht. Oh, ich könnte eh drücken zum Stehlen, aber ich glaube, er sieht's. Boah, krass. Ist das klar? Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Dieses Gedankenbuch ist komplett unverständlich. Ja. Das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja, er ist schon lange nicht mehr hier.
Zu lange. Wohin ist er gegangen? Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern. Sagte, er habe ein altes Dwemer-Artefakt gefunden. Aber nun, das ist schon Jahre her. Habe seither nichts mehr von ihm gehört. Oh, finde Septimus Ignus. Gut. Nur mal eben runter hier. Wenn ich mich hier ein bisschen besser auskennen würde, würde ich mal gucken, wo es hier einen Schriftrollenshop gibt. Kann man es so nennen? Nein, einen Buchshop brauche ich. Aber an sich muss es hier drin sein. Hi. Ah, noch ein neuer. Seid ihr einer? Ich versichere euch, dass ich euch alle sehr genau beobachten werde. Ja, ich klicke es extra weg, weil ich einfach suche, habt ihr was zu verkaufen? Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Ich brauche Zerstörung. Bis zum nächsten Mal. Die Acker... Auch neu hier, was? Ja. Ich hatte ja gehofft, dass ich hier nicht der einzige Nord wäre, aber neu. Ich hätte es besser wissen sollen. Beherrscht ihr schon die Expertenstufe der Zerstörungszauber? Oh. Ah, das... Es ist eine gute Sache, endlich mit Magiern zusammen zu sein, wie mit Jezargum. Oh. Ich leg's mal schnell über. Hoffentlich kleine Dinge, die in Taschen hineinpassen. Oh Mann! Und bei denen nie laufen. So ein Dummschwätzer. Okay, muss hier weiter nach oben liegen. Im Arcaneum musste ich sowas finden. Nur die Frage, bei wem aus dem Arcaneum? Lasst es mich und das Beschwören Finnes von Finnes Gestor, was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Bücher, da haben wir es doch. Zauberbuch Zombie erwecken. Dann nehme ich mit. Schutzgeist, Leichnam wiederbeleben. Oh. Feueratronarch. Das sind Lügen. Alles Lügen. Oh, warte. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Was für ein Problem habt ihr? Was ich für ein Problem mit... Sie fühlt sich... Aber sie versucht, meinen Selbstvertrauen ich klicke mal schnell drüber. Nee, mach ich doch nicht. Nun, das wird nicht. Okay, was er hat, weiß ich. Er hat nur Bücher, aber keine Zauberbücher. Ach, guck mal. Den Diese Sache grade. In Mortal war nur ein Missverständnis. Himmelsrand, das ist bestimmt Balkon. Ja, demnach ist es so. Und jetzt werde ich mal schnell reisen. Hier gibt es wohl nichts. Oh. Ich muss raus und nach Norden laufen. Genial. Aber ich kann vorher genauso gut mal unten in die Stadt gehen und mir irgendwelche Tränke noch holen. Gucken, ob es da ein paar Schriftrollen gibt. Und die Frage ist, wo? Und ihr bestimmt eh schon wieder viel zu spät, ja. 6 Stunden schlafen. Aber 11:45. Ne, 11:45 haben wir dann. Aber abends, wie ich gerade sehe, ist immer noch dunkel. Ja, verdammt. 10 Stunden, 11 Stunden. Dann haben wir demnach 10:45. Jetzt stehe ich ja fast schon den ganzen Tag. Ah, es wird heller. Es wird heller. Bei Shor ist das Azuras Stern. Wie kommt er in den Besitz eines solchen Schatzes? Oh, woher hat er das gesehen? Frostiges Feuer. Obwohl, der hätte mir auch vorher was verkauft. Der ist immer da. Die Magie lässt Wenn uns ihr etwas nicht braucht, sagt rein. Es mir nur. Werft einen Blick darauf. Ach Mann. Er hat nur Essen und ich habe nichts. Mhm. Ja, mhm. So, da ist der Oberhaupt hier drin, das Oberhaupt. Hier muss doch noch irgendwo ein Geschäft sein oder dergleichen. Birnas Überreste. Kraldars Haus. Okay, ich gehe da hinten nochmal rein. Da habe ich ja mal was übersehen in dem Part, wo ich hier letztes Mal drin war.
Vor einem Monat ungefähr. Ne, Quatsch, weiß ich gar nicht mehr. Habt ihr euch verlaufen? Nein. Unsere Familie ist die einzige, der die Geschehnisse in Winterfeste noch wird. Na, halt doch die Klappe. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Okay, raus und dann nach links. Ne, Moment, da ist sogar so ein... Ah, auf dem Ausläufer von der Insel hier. Trotzdem hätte ich jetzt gesagt, einfach hier rüber. So, und dann hier irgendwo runterrutschen. Ich hätte mir echt einen Schlitten holen sollen. So, da ist die Akademie und hier geht ziemlich steil runter. Beim Speichern, bevor ich abkack. Oh. Ich glaube, es ist ein schlechter Weg und... Oh, boah. Oh nein. Boah. Das war knapp. Oh, ich kann durch den Stein gucken. Ich versuche einfach mal mein Glück hier runter zu rutschen. Oh. Oh. Ich aktiviere die Bärenfalle. Da ist einer drin gestorben. Oh, hier liegt was. Ein Trankmischerbeutel. Und ein Buch. Oh nein, ein Wolf. Stunde warten. Und da ist auch die Zauberin. Ist gar kein Wolf, ist ein Fuchs. Ist das denn eine Muschel? Und Muschelfleisch war drin. Keine Perle. Oh, ich sehe schon wieder ein Schiffswrack. Zumindest auf der Map oben. Nein. Da war ich schon. Ich muss nach links. Von Wettner komme ich so ähnlich hin. Bin ich mal echt gespannt. Oh, durchs Eis geschwommen. Da hoch jetzt. Begleiterin schon wieder weg. Bündel Nordranken. Komisch, das sah aus wie irgendwelche Steindinger, die da drauf klebten. Oh, Wölfe. Der Eiswolf. Ist sie wieder hinter mir? Nein. Wo ist sie denn? Ich kann nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind. Ich glaube, sie boxt sich da gerade irgendwo durch. Na egal, trotzdem weiter mal geradeaus. Sogar richtig, wenn ich auf der Insel bin, müsste ich nur noch rüberlaufen. Oh. So, nur noch über die Schollen. Da ist er wieder. Da muss ich unbedingt mal neue Kleidung geben. Oder gar keine Kleidung. Oh, da böse. Schneebär, heiß gemacht. Nein, töte mich nicht. Boah, dauert das. Könnte sein, dass ich mittlerweile 10 Pelze habe. Also nächstes Mal in der Stadt gucke ich da mal nach. Bis auf Schneesturm gab es in dieser Folge ja nicht viel zu sehen. Aber jetzt sind wir, glaube ich, auf der Insel, wo das
ja, das Ziel sich befindet,